Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Wie versprochen, das Interview mit Tim Klose. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, das freut mich extrem. Bitte gerne. Dann fucken wir nicht lange, starten wir gleich mit den Fragen, die ihr ihm gestellt habt. Meine erste Frage war während den englischen Wochen, wie sah deine persönliche Erholung aus? Also wenn du so viele Spiele gehabt hast, hast du da irgendeinen Spezialtipp oder kannst mal du erzählen? Naja, aber was sicher wichtig ist, ist Ernährung. Dass man da gut schaut, dass direkt nach dem Spiel, dass man da ziemlich gut isst, Kohlenhydrate. Und zudem braucht man einfach, ich habe jetzt viel so Recovery Pumps für nach dem Spiel, dann so ein bisschen Ice Bath oder Cryo Chamber, das ist so ein Eisraum bei 140 minus, glaube ich, und dann geht man da rein für 3 Minuten. Ja. Und das Gute ist eigentlich, du trainierst nicht viel, also das heißt, du wirst eigentlich nicht müde vom Training. Dafür musst du dich halt voll fokussieren mental, also das ist ja eigentlich, die Spiele sind für Verteidiger ein bisschen mental eher das Problem. Ja. Ja. Und deswegen würde ich jetzt eher sagen, so mentale Regeneration ist dann schon sehr, sehr wichtig, weil dann kommst du auch wieder morgens raus und kannst Vollgas geben. Okay, sehr schön. Danke für die wertvollen Tipps. Vielleicht zur Ernährung noch, nimmst du da irgendeinen Recovery Shake nach dem Spiel oder wie ist das bei euch? Ich habe ein Programm mit einer amerikanischen Firma, die heißt Veo. Ja. Die poste ich auch immer wieder mal bei mir im Instagram-Feed. Die machen so spezielle Blends für mich jetzt, individualisiert. Ja. Die nehmen mir dann Blut ab, alle 6 Monate. Ja. Und dann wird das aufs Blutbild angepasst und dann kriegst du halt dazu, also morgens und abends so ein Blend, so ein Shake. Okay, und vom Verein kriegst du dann einfach so ein bisschen Recovery Shakes und all das Zeug, was dein Körper braucht, so sehr Amino und all das Magnesium. Sehr wichtig, ja. Dann vielleicht gleich zur zweiten Frage, geht das etwas in eine andere Richtung. Wer gewinnt dieses Jahr die Champions League? Also ich habe jetzt ein bisschen die Spiele geschaut, natürlich, ich denke, wir haben die normalen, üblichen Verdächtigen so ein bisschen mit Man City, PSG, aber ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Underdog. Okay. Atletico hat mich extrem überrascht, also jetzt auch noch vor dem ganzen Lockdown gegen Liverpool, und ich würde die jetzt auch mal ein bisschen höher setzen als sonst, aber ich gehe mal davon aus, das Finale wird Atletico gegen PSG sein. Okay, so ihr habt es gehört, schauen wir dann am Ende, wer dann effektiv gewinnt oder ins Finale kommt. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar geht das auch in den mentalen Bereich. Wie war so der Druck in der Bundesliga, hat jemand gefragt, und wie geht man mit sowas um? Auch da geht auch noch dasselbe mit rein, wie mit Kritik umgehen, vielleicht die Last bei großen Clubs. Ich glaube, das interessiert die Jungs und die Zuschauer extrem. Gut, ich habe das Glück gehabt, dass ich ein bisschen beides erleben durfte, also die Mannschaften, die um Abstieg spielen, und dann aber auch die Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen bei Wolfsburg. Okay. Da haben wir auch Pokal gewonnen und Supercup und sind Vizemeister geworden. Nürnberg haben wir eigentlich immer mit Abstieg gespielt, sind aber nie runter. Und jetzt in Norwich hatten wir das Gleiche. In der Championship sind wir jetzt aufgestiegen, also waren immer vorne mit dabei. Und dann Premier League war eigentlich so ein bisschen der Kampf wieder. Ja. Und also mental, das wird ein bisschen für mich, wird das immer noch unterschätzt. Brutal, also das ist so ein bisschen... Okay, ihr hört es. Also mental, denke ich, ist das A und O. Okay. Also wenn du im Kopf nicht ready bist, auch mal sich selber im Spiegel anzuschauen und zu sagen, was habe ich denn falsch gemacht, wo muss ich mich selber verbessern, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Und ich arbeite selber mit einem Mental Coach zusammen. Also okay, Ich habe jemanden, den ich fast wöchentlich anrufe. Okay. Und einfach um neutralen Menschen an meiner Seite zu haben, dem ich eigentlich alles sagen kann, wenn es mich nervt. Und der aber dann auch kritisch ist, der danach sagt, der schaut sich die Spiele auch an und sagt dann, das war nicht gut. Sehr interessant. Das war nicht gut, das war gut, das kannst du besser. Das, und der kommt selber auch vom Fußball, das hat jetzt auch mit Roger Federer, mit Jan Sommer, arbeitet er zusammen. Ja. Und das ist schon wichtig, das denke ich schon wichtig. Ja, ich habe das Gefühl, es wird extremst unterschätzt. Also wenn ich viele Spieler auch anschaue, die zu uns ins Training kommen, oftmals sind sie gute Kicker, aber im mentalen Bereich fehlt es extrem. Ja, mental ist einfach so ein Ding, weil du hast nicht nur die Seite vom Fußball, also dass die Leute auf dem Feld mit dir arbeiten und dich anschreien und von dir Höchstleistungen erwarten, sondern auch, du hast das Ganze drumherum. Also du hast Fans und im Stadion, außerhalb vom Stadion,
die sehen die Trainingseinheiten, die du hier machst, sehen die ja nicht. Ja. Das spricht, die sehen das nur am Wochenende am Fernsehen und dann beurteilen die, ob du gut oder schlecht bist. Ja. Und dann kommen die anonym auf dein Facebook oder auf dein Instagram und schreiben dir, du bist der schlechteste Spieler der Welt. Ja. Und dann gibt es halt die Spieler, die ein bisschen angegriffen sind von dem Zeug und die dann mental einen Knock bekommen sozusagen. Ja. Und das schon, also da muss man einfach eine dicke Haut entwickeln. Das muss ja eigentlich egal sein. Und ja. Deswegen mental für mich, also mit allem anderen, aber das ist ganz oben. Ganz oben, okay. Okay. Also ihr habt das gehört, mental auch trainieren. Das geht auch gleich in die nächste und letzte Frage. Was muss ein Profi, was für Eigenschaften muss er haben? Das geht ja in dasselbe rein, würde ich sagen. Du, also ich war jetzt nie der Musterprofi. Also ich bin erst spät in den Fußball reingerutscht sozusagen. Also ich hatte den, wie gesagt, ich hatte die mentale Stärke einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen angefangen, härter zu arbeiten. Geht halt ein bisschen darum, also ich meine, heutzutage hat jeder Talent. Also weißt du, heute kann jeder mit dem Ball umgehen, ist technisch versiert. Das sind dann nur so Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen, wie zum Beispiel Kondition. Bin ich bereit, wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Spiel Atalanta gestern gegen PSG, bin ich bereit, 95 Minuten konzentriert zu sein und nicht nur 88 Minuten. Ja. Und dann kriegst du zwei Tore, 90. und 93. und verlierst das Spiel. Also das sind halt die kleinen Dinge und das ist... Gehört es. Ja. Da merkt man dann den Unterschied zwischen guter Profi und dann Top-Profi. Und das auch bei uns im Level. Also ich meine, ich bin okay Profi, ich sehe mich jetzt nicht als Ultra-Profi. Ja gut, aber mit dieser Karriere, das würde sich wahrscheinlich jeder hier wünschen. Ja, das ist noch bescheiden, aber es gibt dann halt die Leute, die dann schon noch mal einen Schritt weiter oben sind. Natürlich, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Mannschaft auch noch ein bisschen besser ist und so. Aber die machen dann auch noch mal konditionell. Und Cristiano Ronaldo und so, die arbeiten ja nonstop eigentlich. Ja. Und das ist so auch ein bisschen mein Mindset. Also ein bisschen immer arbeiten an sich selber. Ich habe jetzt Urlaub gehabt, aber das ist für mich kein Urlaub. Ja, bist trotzdem auch heute hier, auch am Trainieren als Beispiel. Genau, und das so ein bisschen, das bringt dich weiter. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Und ich steh dann auch 7 Uhr, 8 Uhr auf, weil das ist auch sowas, da kämpfst du mit dir selber, mit dem inneren Schweinehund, den du bekämpfst. Ja. Das sind alles so kleine mentale Tricks, die du machen kannst. Alles zusammen, so wie ein Puzzle. Ich hoffe, dass das dann zusammen so passt und dann musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Aber eigentlich, wenn du da dran bleibst und ich hatte auch Trainer, die mich gar nicht mochten am Anfang. Okay. Und dann habe ich durch meine Arbeit, habe ich mich eigentlich in das Spiel oder in die Elf reingearbeitet und dann war ich nicht mehr rauszudenken. Deswegen, also es ist schon viel mit Arbeit verbunden. Okay. Ja, Leute, ihr hört es, also auf die Ernährung achten, auf das mentale Training achten, mehr machen als die anderen, besser regenerieren und Geduld haben, Gas geben. Ja. Perfekt. Danke dir vielmals für die wertvollen Tipps. Kein Problem. Und dann sehen wir uns. Danke dir vielmals. Danke euch. Danke euch, viel Glück. Schaut fleißig weiter. Der kann was, der Kleine hier, der nicht. Das sage ich jetzt auch nur, weil ich ein bisschen größer bin. Jungs, bleibt dran, viel Spaß beim Fußballspielen. Das ist das Wichtigste. Freude, Spaß, geht raus da. Nehmt den Ball, schießt ihn ins Tor. Ganz genau. Bleibt dran. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.